Nachdem der Beef von PA und Flair bereits letzte Woche ordentlich eskalierte und zahlreiche gegenseitige Beschuldigungen und Ansagen vom Stapel gelassen wurden, geht's jetzt ganz genauso weiter. So zeigte PA beispielsweise in seiner Story eine DM, welche er von Flair bereits Anfang 2021 bekommen hatte. Hier hatte Flair an PA geschrieben: "Wenn du mich im Leben siehst, gucken wir, was wir beide machen. Dann gucken wir, ob du Rücken oder Bullen brauchst für mich. Auf bald." PA wies dann in seinem Screenshot extra nochmal darauf hin, dass diese Nachricht eben aus dem Jahr 2021 stammte, um weiter eine Nachricht zu zeigen, die es jetzt vor kurzem erst von Flair gab. "Du frecher Bengel, wirst sehen, was ich mit dir mache. Ich komme zu dir und werde dich ganz einfach kaputt schlagen. Dann kannst du dich bei den Bullen oder deinem Rücken ausheulen, du kleiner Bengel. Kein Rap oder sonst was wird dir helfen, du linke Ratte. Denk dran." PA selbst erzählte dann danach, dass er das gepostet habe, um zu zeigen, dass sich bei Flair im Kopf in den letzten paar Jahren nichts getan habe. Flair habe mit einem Rücken-Bullentrauma zu kämpfen und hänge seit 2021 in seiner "Rapper brauchen für mich Rücken- oder Bullenlüge" fest. Warum das für PA eine Lüge ist, begründet er dann auch direkt. "PA hat dich anders penetriert, okay? In diesem ganzen Jahrzehnt brauchte man weder Bullen noch Rücken für dich. Was ist danach passiert? Hast du einen Mafia-Workshop besucht und wurdest danach wirklich zu Frank White?" Generell mache Flair laut PA nur Schwächeren gegenüber auf stark und ducke sich bei Stärkeren dann aber weg. Da PA selbst seit einigen Jahren auf einem entspannteren Film sei und versuche, gute Werte zu vermitteln, halte ihn Flair offenbar für einen der Schwächeren. Flair hatte in seiner Instagram-Story auch angedeutet, Dinge über PA zu wissen, die er raushauen könne, mäßig. Und auch darauf ging PA in seiner Ansage ein und sagte, alle Dinge, die man sagen könne, würden die Leute eh wissen, denn er sei keine Fake wie Flair. Er sei einfach ehrlich. Und ganz zuletzt ging PA dann auch darauf ein, dass Flair in einer seiner Stories geschrieben hatte, "Hast noch bis zum Brandanschlag auf Straße gemacht und hast einen Bruder mit Doktortitel." Hierzu sagt PA jetzt: "Mach dich drüber lustig, dass mein Bruder Arzt ist, dass einige von uns studiert sind. Land Habermann ist Abiturient und hat vor ein paar Jahren noch studiert. Ein Student hat dich also geohrfeigt, wie eine kleine B***h. Nicht mit Faust, Ohrfeige. Du als Mafioso-Boss wirst wohl wissen, was das auf der Straße bedeutet." Und dann wurde es kurzzeitig noch einmal spannend, denn PA postete plötzlich ein Foto von sich aus dem Diamond Tempelhof. Also genau der Laden, in welchem sich auch Flair beinahe jeden Tag in seiner Story zeigt und Flair auch öffentlich öfter mal gesagt hatte, wer was von ihm wolle, solle doch einfach dahin kommen. Flair repostete dann PAs Foto und schrieb hierzu: "Warte mal bitte, du kleiner Kackbengel." Ein paar Stunden vergingen und dann schrieb Flair: "Und weg ist er. Lachsmiley", woraufhin ein "Wie schlecht" 3 Lachsmileys von PA Sports folgte. Und dann mischten sich auch plötzlich weitere Personen mit ein. Zunächst einmal MC Boogie, welcher ja eh in den letzten Wochen ordentlich Streit mit Flair hatte. Und so postete Boogie eine längere Ansage, in welcher er zunächst einmal PA Sports Rückendeckung gab und dann auch ordentlich harte Worte an Flair richtete. "Ich war gerade im Tempelhof, einen Kontoauszug machen, ja, und hätte dich gesehen, ich hätte die Scheiße aus dem Schädel geprügelt und keiner hätte mich zurückgehalten. Auch wieder da den Bruder reinbeziehen, das Arzt ist. Du hast über meinen Bruder geredet, du hast über meine Eltern geredet. Keiner hält mich zurück, dir am Ohr zu ziehen, du kleiner Schlingel. Ich werde dich verprügeln, wie es dein Vater hätte machen müssen." Außerdem zeigt Boogie dann ein abgefilmtes Video von, ich glaube, der Eskalation vor einigen Jahren mit Jalil und dessen Manager und Flair. Auf dem Video erkennt man jetzt aber nicht wirklich irgendwas. Als weiteres schaltet sich dann am Samstag Bushido in seinem Livestream ein und daraus entstand das Highlight-Video "Bushido reagiert auf Beef von PA Sports und Flitzy". Hier reagiert Bushido zunächst auf den Der Animus Podcast und sagt beispielsweise, er glaube, Roos habe sich für eine Versöhnung von PA und Flair nur eingesetzt, um Flair zu schützen, nicht wie PA sage, weil Roos mit beiden befreundet sei. Außerdem reagiert Bushido dann auf den neuen Song von PA Sports und Yakari "Für immer". Und alles in allem findet Bushido das Ding dann einfach sehr schön und sagt, es lasse auf mehr hoffen. Wenn man wirklich ein Beef mit jemandem habe, wie PA mit Flair, dann wäre es für Bushido aber auch die Konsequenz, dass da auch ein wirklicher Diss-Track komme, wo es komplett nur um den Gegner gehe und darauf warte Bushido noch. Und laut Bushido könne Flair auch keinen Diss-Track machen. Nun gut. Aber apropos der Track "Für immer". Hier hatte PA ja gerappt: "Flair und Hengst, ihr kleinen Hunde, wenn ich will, kann ich euch heute noch an die Leine nehmen." Und Yakari steppte unter anderem mit der Line: "Ich brech Flair sein Genick auf Bassoldan Hengst um die Ecke." Darauf reagierte dann jetzt auch Bassoldan Hengst, nahm das ganze Ding aber offensichtlich nicht so ernst. Hier mal mein einziges Statement zu diesem krassen Diss von diesen beiden Bananen. Ich habe mir das angehört und ich muss ehrlich sagen, bin schon ein bisschen enttäuscht. Und ich höre da auch ein bisschen so homoerotische Fantasien raus. Ich meine, der eine will mich an die Leine nehmen, so Bondage-mäßig, und der andere will mich an.
Ey, 2023, gay okay. Aber ich finde, ihr solltet nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Ich meine, ihr könntet mir erstmal eine PN schreiben, so ein bisschen erstmal auf Flirty kommen. Und dann können wir ja darüber reden. Aber einfach so läuft auch nicht bei mir. Und wie gesagt, gay okay, alles in Ordnung. Aber das geht doch netter, ne? Okay, Jakari, dann zeig mal deine Salami. Digga, was macht ihr? Abschließend schrieb Basso dann Hengst dann außerdem noch: Euer Rücken kann mich leider erst ab morgen erreichen. Mein Handy ist kaputt. Muss mir morgen ein neues besorgen. Und damit war es das dann auch erstmal. Aber vorbei ist die ganze Sache ganz bestimmt noch nicht. Haut rein. Ich fragt, was ist mit dem los? Ich sag mal so, ganz normales Abendprogramm für mich.